Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sie hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 5 and Year 5. Guck mal auf meine Spielzeit. Oh mein Gott, das Grind in 5 and Year 5 dauert am längsten, das war wirklich nicht mehr schön. Mit Speedtests hat es 12 Stunden gedauert. Hätte ich das jetzt auf der originalen Game Boy Advance gespielt, hätte ich 50 Stunden meines Lebens gewastet. Like, what the fuck? Ich habe ja jeden Freitag mal so einen Community-Talk in meinem Discord. Und so habe ich das einfach nebenbei gemacht. Da hatte ich ja wenigstens meine Time nicht gewastet. Aber ihr seht, wie lange das dauert. Oh mein Gott, ja. Alle Berufe ausgegrindet, ihr seht es, mit jedem Charakter. Und ich habe jetzt Krill und Lena Mime gelassen, weil drei Fähigkeiten und so ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ausrüstungsmäßig sieht es jetzt wie folgt aus. Bei Bart zeug das Regenbogenkleid, die Hermesstiefel und die Schleife. Das gleiche auch bei Ferris. Für die schlauen ZuschauerInnen, die sagen jetzt natürlich, hey, du hast ja nur ein Regenbogenkleid. Ja, das kann man aber bei den Pantelopen im Phoenix Tower klauen. Das heißt, ich habe jetzt vier Stück davon. Bei den Castern. Goldene Haarnadel, damit wir nicht so viel MP verbrauchen. Weiße Robe, Hermesstiefel. Hier habe ich sogar die Mirage-Weste verwendet, weil es halt schwieriger zu treffen und so. Equipment-wise wusste ich nicht so wirklich, was ich da ausrüsten soll. Aber okay. Ja, damit sieht das natürlich gut aus. Hier sind die finalen Statuswerte. Bei Bartz habe ich jetzt Klingenmeister und Schnellfeuer. Damit er der Haupt-Damage-Dealer ist. Bei Krill habe ich Black Magic, Time Magic und natürlich die Magie-Folge, damit wir zwei Zauber pro Runde casten können. Warum habe ich da hier Schnellfeuer drin? Das will ich natürlich nicht. Das ändere ich gleich mal. Da gehört natürlich auch Double Cast rein. Und bei Ferris Schnellfeuer mischen, weil das Mischen wird noch sehr wichtig. Ich suche das mal raus. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Shadow Flare. Dafür braucht man zweimal Dark Matter, Dragon Fang und Dark Matter. Und vor allem Elemental Power, Holy Water und Eye Drops. Das wird halt wichtig. Combine ist nicht so gut. Gibt zwar eine Drachenkanone gegen Drachen, die vielleicht ganz witzig wird, aber ich weiß nicht, ob ich das verwenden werde, weil müsst ihr halt wieder einen Slot opfern. Gut, ihr Lieben, ich mache das Schnellfeuer nochmal raus bei Lena und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe Lena jetzt auch meinen Engelsring gegeben, damit sie nicht zum Zombie werden kann und die anderen noch heilen kann. Ist, denke ich, nicht verkehrt. So, sie hat jetzt Magiefolge und Bartz habe ich auch noch was anderes gegeben, und zwar Fangen. Aus guten Gründen, die ich gleich erklären werde. So, jetzt auf zum Dungeon. Ich könnte auch noch mal in eine Jill-Höhle gehen, mich an der Schildkröte rächen, aber im Grunde gibt es da nichts zu holen. Richtig unprofessionell mit einem Video jetzt erstmal den Ventilator anmachen, ja. Ist halt so, ne? Ja, es ist so heiß, ich nehme schon am Abend auf, damit ich überhaupt noch irgendwie was auf Reihe kriege. Aber es ist trotzdem noch viel zu heiß. So, hier ist der Boss Dungeon, der versierte Tempel, gibt es nur in der Mobile- und Game Boy Advance-Version. Da ist ein Schalter, ja, schön. Und nun? Der ganze Raum bewegt sich. Oh, oh no! Can't believe I've done this. Hä? War das jetzt richtig oder richtig falsch? Wo soll ich endlich angekommen? Verräter! Zeig dich! Das ist Cloister of Death, das ist so ein Boss Rush. Kann man erst schaffen, beziehungsweise erst mal, wenn man das hier geschafft hat, wird es nicht mehr schwer. Aber naja, danach bekommen wir auch noch eine neue Klasse.
müssen wir schauen. Ein Fluss gebündelter böser Energie strömt euch entgegen. Wollt ihr hineingehen? In euer Verderben? Ja. Mit Level 99 hat man realistische Chancen. Wie immer finde ich die Bonus-Dungeons wie in jedem Fall fände ich zu schwer, zu asozial, zu weird. Deswegen schäme ich mich nicht, Level 99 zu sein, weil das einfach nur scheiße ist. So. Granatenbombe, okay. Spiel erstmal. Was immer so lange gedauert. Ja, fangen. Wofür habe ich jetzt fangen? Viel noch witzig? Ich werde es euch nur erklären. Alles zu seiner Zeit. Papa hat so viel Damage. Guckt es euch an. Ist einfach nicht mehr lustig. Und trotz Level 99 gibt es ja einen Boss, der uns wirklich alles abverlangen wird. Das ist einfach nicht witzig. Es gibt eine Fähigkeit vom Meme, wo ich den Encounter Rate abschwächen könnte. Mache ich aber nicht. Weil ich habe ja die Speed-Taste, ne? Und es nervt. Den speed ich einfach. Meuchler! Ich glaube, von denen kann man wieder einen krassen Katana klauen. Aber wir haben schon eh Waffen nicht gut genug, sind, soll ich jetzt mal. Schopp, schopp, schopp! Guck, diese normalen Gegner sind eigentlich keine Herausforderung. Boah, die Encounter-Rate. Schon wieder sehr witzig. Viel zu viele Wege, ich weiß nicht, wo es lang geht. Das sind Gegner, die kennen wir bereits. Ich habe übrigens mich an den Iron Giants hochgelevelt. Transport? Nee. Hä? Die haben wir im Let's Play nicht gefunden. Die gibt es in der Burg. Kurz bevor es in den Riss geht. Ich weiß nicht. Zeige ich euch vielleicht noch, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Vielleicht kommen die hier ja auch. Hunde aus. Bevor ich nicht weiß, wo es da lang geht, gehe ich erstmal hier lang. Und hier sind wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Okay. Satansbraten heißt der. Okay. Und Pyromancer. Sind wir hier bei Dark Souls oder was? Pyromancer. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Ich sollte vielleicht meine Karte aufrufen. Ja, in der Tat. Ich hätte einen Teleporter nehmen müssen. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin neu hier. Ich hätte einen Teleporter nehmen müssen. Ist ja kein Problem mit der Speed-Taste. Da geht's sehr schnell. Zwei die Gegner echt Witzfiguren sind. Ich weiß sagen, die Bosse werden echt anstrengend. Nicht alle, aber die meisten. So, hier steht, du wirst zwei Warp-Punkte sehen. Beide Punkte bringen dich zur Titanengrotte, aber zu verschiedenen Richtungen. Der obere wird dich oben auf der Kante befördern und der andere daneben. Dann wollen wir natürlich nach oben. So, und hier müssen wir jetzt auch schon was machen. Okay. Hier müssen wir uns nämlich jetzt einen Behemoth fangen. Wir haben ja nur King Behemoth gesehen. Aber hier fangen wir uns jetzt einen echten Behemoth. Krass, oder? Ach, da ist er ja! Da ist der Iron Giant! Ah! Cool. Ja, da ist er. Das war der Secret Boss in Final Fantasy 3. Der ultimative Secret Boss. Der ist hier ein normaler Gegner, aber der gibt richtig viele Erfahrungspunkte. An dem habe ich mich tatsächlich hochgegrindet. In der Burg, beim Thronsaal, vor dem Rift, also vor dem Endgebiet mit Eggstaff, da tauchten die auf. Ja, die sind nicht wirklich stark. Die haben mich irgendwie an Kingdom Hearts Shadowborn. Sieht so ähnlich aus. Okay. Elixier. Elixier habe ich genug. Habe ich vor roten Drachen gefarmt. Der tauchte auch auf, wo die Iron Giants sind. Nur nicht ganz so oft. Und der hat ganz selten mein Elixier gedroppt. Ich glaube, ich habe 40 Elixier.
Ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht super krass. Sag mal, wo muss ich denn jetzt hier lang? Sag das mir. Nein, da wollte ich nicht lang. Oh, no. Na gut. Solange es zu der Schatzkiste führt, ist mir alles recht. Den kennen wir noch nicht. Dino-Zombie. Gott. Ey, es dauert so lange, ne, immer. Hier mit den Schnellfeuern. Boah, der Damage. Paroli Damage natürlich gegen Untote sehr effektiv ist. Ja. Also die Gegner hier sind schwach. Ich habe ja auch gegrindet für Neo Shinryo. Einer der schwersten Final Fantasy Bosse, die jemals existiert haben. Und nicht für irgendwelche normalen Gegner, ne? Die kannst du schon locker mit Level 50 besiegen. Aber Neo Shinryo, nee. Den eher nicht so. Von daher. Ja. Habe ich lieber lame normale Fights, als mich beim Boss zu quälen. Sagen wir es mal so. Es war eine Runde noch. Ja, das ist der Behemoth, den müssen wir fangen. Irgendwie müssen wir den fangen. Ich hoffe, Ferris hittet den ein paar Mal. Das ist halt wie bei Pokémon. Oh mein Gott. Ich greife dir jetzt normal an. Ah, ich glaube, es tötet den schon, oder? Nee. Der ist ja jetzt sehr gut geschwächt. Ich glaube, der hat 15.000. Die müssen wir jetzt fangen. Das funktioniert wie bei Pokémon. Wenn der geschwächt ist, ist die Chance höher. Der Gegner ist noch zu stark. Ist das so? Da machen wir einen ganz schwachen Feuerzauber. Und probieren es erneut. Oh, wieso ist der Gegner noch zu stark? Genau. Ist doch kacki. Ja. Got it. So. Es gibt nämlich den NPC in diesem Dungeon, der diesen Behemoth haben möchte. For whatever reason. Ich weiß auch jetzt nicht, ob der super strong ist. Ich denke nicht. König Behemoth war gefährlicher. Den kennen wir ja schon. Kurz vorm Final Boss. Von Neo X-Dev, da kam die ja. Autsch! Okay. Also komplett ungefährlich ist der jetzt auch nicht. Elixier. Ich glaube, diese Vision West. Die ist nicht schlecht. Ja. Bisschen Elementarresistenz kann ich schauen. Oh Gott, der kontert immer. Unangenehmer Zeitgenosse, der Behemoth. Oh, der kommt hier nur. Also wenn ihr die fangen wollt, hier ist der richtige Ort. Oh, ist das kacki. Ich hoffe, das reicht mit der Heilung. Boah, die wollen es echt wissen. Boah, it's a quarter rate in Dungeon. It's not even funny anymore. Guck mal, wie viel Schaden der Typ macht. Ist halt echt nicht lustig. Es gibt 10 große Abschnitte in diesem Dungeon. Und das ist halt alles, was uns erwartet. 10 große Abschnitte. Das ist ja ordentlich, ne? Schnell gehen tut das hier nicht. Sagen wir es mal so. Alles Kindergartengegner. Keine große Herausforderung. Was ist hier denn jetzt los? Außer Gegner-Spam! Nervt das! Vor allem, weil wir nicht mehr wirklich was bekommen, ne? Oh mein Gott! Ich bin schon perfekt gelevelt. Was soll ich damit? Boah. Der hat nochmal richtig Schaden gemacht.
Seht euch nur dies Wundermittel an. Es wirkt selbst gegen die stärkste Versteinerung. Eine Dosis ist genug, um Versteinerungen aufzuheben, bei denen selbst Goldnadeln versagen. Nicht, dass ich dafür noch irgendeine Verwendung hätte. Ja, es gibt später eine Steinstatue, die den Weg blockiert. Weil die getroffen haben, müssen wir zu dieser Person zurückkehren. That's it. Ja, mehr ist das nicht. Merken wir uns den Ort am Ende von der Titanengrotte. Boah, stell ich das ohne Speeders vor, ey. Transport durchführen, yes! Cool. Und jetzt bin ich wo? Weiß auch niemand, ne? Hier steht nicht mehr, wo ich bin. Fluss der Seelen. Ich such da meine Map für raus. Ah ja. Fluss der Seelen. Wäre immer schön, wenn man irgendwie eine Hütte benutzen könnte. Boah, was ist das denn? Seelenfresser. Der ist komplett neu. Und die Schädelfresser, die damals so gefährlich waren, sind jetzt normale Gegner. Oh, shit. Ist jetzt einfach normale Gegner geworden. Aber stark sind die jetzt auch nicht, ne? Naja, umso besser für uns, wenn die schön schwach sind. Kraftgebräu. Yay. Hier habe ich nur diesen einen Weg. Plonk. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin, Leute. Was ist das denn, Vilja? Das ist eine stärkere Version von denen, die wir im Phoenix Tower angetroffen haben. Aber stark ist natürlich auch relativ. Weil... Oh nee, wir heilen die ja. Oh nee. Na gut. Ja, aber stark war die jetzt nicht. 25 FP und droppt einen Engelsring. Nicht schlecht. Habe ich nur leider schon tausende von. Freunde, wir sind so verdammt schnell, ne? Dass die Gegner gar nichts machen können. Das finde ich auch witzig. Dunkelmaterie, Dark Matter. Ja, das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Das machen wir jetzt mal. Und zwar dunkle Materie und Dunkelmaterie. Da. Schattenfackel. Ja, voll stark eigentlich. Ist halt echt nicht schlecht. Aber, naja. Ist jetzt auch nicht der Burner. Was sind das überhaupt für kleine Scheißerchen? Hier gibt es zwei verschiedene Wege. Oh, ob das der richtige Weg war. Ich weiß ja nicht. Ja, die Gegner nerven mich jetzt schon, ey. Weil der Dungeon, der ist halt super verwirrend. Wirklich. Ultra verwirrender Dungeon. Habt ihr jetzt klar, wo wir sind? Ich nämlich nicht. Gott, schön aufgestellt wie römische Legionäre oder was. Ich wüsste so gern, wo ich bin, ne? Wenn hier eine Höhle ist, dann ist einfach wieder in B1, ja. Lol. Oh Gott, Leute. Dieser Dungeon. Ist halt echt nicht witzig, ne, wenn man sie nie auskennt. Hier führt es noch zu einer Schatztruhe. What? Können wir über alles reden, ne? Okay. War zum Glück nicht gefährlich. Hier muss so eine Schatzkiste sein. Protesttrank, absolut garbage.
Aber manchmal fehlen mir hier echt gute Sachen noch, wie die Vishnu-Weste. Hui, blong. Jetzt sind wir hier wieder. Ist okay. Ah, oh, wir müssen jetzt echt ein Bild davon machen, weil es ist so komplex. Wirklich. Ah, oh, es gibt's doch nicht. Was ist das denn? Roch. Da kommt ja gar nichts. Aha. Ich will jetzt mal wissen, wohin der andere Weg hinführt. Wenn wir jetzt nach da gehen. Oh nee, ich weiß ganz genau, wo es hinführt. Oh no. Hier ist eine Schildkröte im Weg. Und wir kennen diese Schildkröte bereits. Oh nee. Ich hab richtig Lust. Nee, hab ich nicht. Oh ja, müssen wir durch. Vorsicht, er kommt. Zwar ist es eine Jill-Turtle. Oh no. Ja. Jill-Tai-Mai. Ist also noch stärker als Jill-Turtle. Ich habe ein bisschen Schiss. Ach, es geht aber. Okay, das finde ich wieder nicht so cool, aber müssen wir durch. Schwarzmagie. Magie-Folge. Ne, wir machen. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Wir gehen all in. Vier Wache, die hat ja immer eine Eisschwäche gehabt. Eis und Quick. Komm nochmal drauf an, dann 6-mal Eis. Ne, 4-mal. Da, 8000. Sind nochmal dran. Und ich könnte jetzt noch 4-mal hintereinander Eis machen. So, let's go. Ja, so schlimm ist die hoffentlich nicht mehr. Ist nur alles sehr maler intensiv, ne? Ich weiß auch nicht, was wir für komische Zustände jetzt hier haben. Ich glaube, es ist Gift und Blindheit. Oh, no. Das könnte wir tun, ja. Aber das war's schon. Also ihr seht, diese Jill-Schildkröten sind mir so gefährlich. Stechhelm. Ha. Huh. Deswegen, wahrscheinlich werde ich auch noch mal in eine Jill-Höhle gehen. Weil, ja, ihr seht's ja. Vor denen müssen wir uns nicht mehr fürchten. Mit Level 99. Medica, habe ich das überhaupt schon mal verwendet? Spätestens habe ich es jetzt verwendet. Okay. Ah ja. So, und in diesem Bereich. Au, okay. Der Seeteufel, neuer Gegner. In diesem Bereich müssen wir jetzt, glaube ich, diesen Behemoth abgeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh Leute, dieser Dungeon, ne? Der ist so groß und so komplex. Echt nicht lustig. Zum Glück sind die normalen Gegner lustig, weil die absolut gar nichts uns entgegenzusetzen haben. Seht ihr ja. Absolute Witzfigur. Und es gibt, meine ich, hier auch noch ein Schwert, was besser ist als das aktuelle. Ach guck, der Stechrochen, von dem wir Mighty Guard bekommen haben. Der läuft hier auch rum. Sehr lustig. Das war ja so ein Secret Encounter auf Weltkarte. Ein Bonus-Dungeon läuft da auch einfach rum. Interesting. Oh Mann! Oh Leute, dieser Dungeon ohne Speed-Taster, das wäre nicht witzig. Jede 2 Zentimeter, guckt es euch an. Diese Kämpfe sind halt nicht mehr spannend, ne? Truhe. Fuma Shuriken. Die sind auch ganz gut für Combine. Also, ist die Fähigkeit vom Kanonier. Aber wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich nicht verwenden. Ich habe mir das angeschaut und fand nichts davon irgendwie Weltklasse. Ich habe mir dann gedacht, na, das nehme ich dann lieber nicht. Ihr habt einen weiten Weg hinter euch. Willkommen! Seht euch vor! Hier wartet so manch böse Kreatur auf euch. Wenn ihr wirklich so mutig seid, wie es der erste Eindruck verspricht,
dann habe ich einen Auftrag für euch, um euch auf die Probe zu stellen. Geht und fangt mir Monster, sagen wir ein Behemoth. Habt ihr verstanden? Ihr sollt ihn nicht töten. Lediglich einfangen, um ihn hier zu mir zu bringen. Bei der Titanengrotte werdet ihr fündig werden. Sie liegt jenseits der Höhlen mit den Wasserfällen. Na, ihr habt einen! Und was für ein Prachtexemplar! Gute Arbeit! Nun denn, versprochen ist versprochen. Ich lasse euch gewähren. Was lässt du uns gewähren? Was hast du jetzt gebracht? Ach, das Tor im Anfangsbereich geht jetzt auf. I see, I see. Okay. Okay. Das Tor im versiegelten Tempel ist nun geöffnet. Wir können nun weiter ins Tempelinnere vorstoßen. Sehr schön. Tja, und jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Ich kann kotzen, ich mach das ohne euch. Bis gleich. Was mich interessiert ist, wohin geht's hier eigentlich? Aha, da waren wir noch nicht. Das ist River of Souls B2. Also die zweite Ebene von diesem Gebiet. Krönenpanzer. Naja. Boah, diese Gegner, diese Vögel, ne? Die können wirklich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ach, genau, das ist die Nerven. Doch nerven können sie. Das können sie wirklich gut. Fluff. Wie komme ich da hin? Ich will irgendwie da hinkommen. Leute, ich will unbedingt hinkommen. Da ist nämlich noch eine Truhe und da ist bestimmt was Geiles drin. Weil die so schwer zu erreichen ist. Bedeutet... Ja, wir müssen einfach alles ausprobieren. Früher, später kommen wir da hin. Ja, lieber Speedtaster, als dass ich euch die Kämpfe rausschneide, würde ich sagen. Finde ich immer cooler. Seht ihr wirklich so ungefähr, was dir passiert, ne? Ach, wenn es immer das Gleiche ist. Na, jetzt lass mich in Ruhe, ihr doofen Viechers. Also, ihr Encounter-Rate in Dungeon ist nicht witzig. Gehen wir mal hier hin. Und das war richtig. Ja, das war für ein Elixier. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht schlecht oder so. Aber ist jetzt auch nicht game-breaking oder so. Gut, ich gehe mal wieder an den Anfang des Dungeons. Teleport funktioniert hier nicht. Sterbt, ihr scheiß Eichhörnchen! Ich bin nicht am Anfang des Dungeons, aber ich glaube, ich muss hier durch. Und da waren wir noch nicht gemeinsam. What's this? Du-du-du. Spielt die Musik von der Bibliothek. Oh, Drachen-Action. Drachen-Action ist nie eine gute Action. Und mit denen ist nie zu spaßen. Doch, mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Und die roten Drachen droppen ja gerne mal Elixier, ne? Wisst ihr. Oh, no! Solche Schmutzgegner. Das ist ja für ein Viech. Verschlossen. Für mein Key. Ist auch noch einer von den Bossen und ja, der ist nicht ohne. Zumindest nicht mit Level 50. Ich habe eigentlich nur overlevelt wegen Neo Shinryu, weil ich mir den Scheiß nicht antun möchte. Boss einfach nur schlecht designt. Mhm. Dank der Thief Ability sehen wir jetzt die geheimen Wege. Was natürlich eine gute Sache ist. Denn hier sind bestimmt auch noch lauter Secrets versteckt. Hey, komm, gib mir Elixier. Nee, leider nicht. Ja, Sprenggeschoss. Das ist für den Cannonier. Ich denke nicht, dass ich es euch zeigen werde. Ja, vielleicht auch mal schauen. Müsst ihr mal schauen. Bei Barts könnt ihr jetzt das Combine auch mal wegmachen. Ach, Combine soll ich schon das fangen. Weil den Behemoth haben wir ja. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, Drachenzähne. Die sind wichtig für die Mixturen. Immer her damit. Warum sind hier so viele Drachen? Wir sind nicht mal nah bei Neo Shinryu. Der könnte es ja verstehen. Oh mein Gott, ist das nervig. Dann droppen die nicht mal Elixiere, ey. Scheiß Drachen. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Tatsächlich. Ja, die Tür ist jetzt offen. Die Tür öffnet sich, weil wir den Biomod gefangen haben und...
Ja, let's see. Wenn ich eine Karte finde. Ich glaube, das ist die Karte für Arena. Blue Dragon. Der ist auch komplett neu. Aber natürlich keine Herausforderung. Viel zu viele Wege, ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege, ich weiß nicht, wohin. Cool, warum ist da einfach nichts? Für eine Treppe hoch in eine Sackgasse. Ich glaube, hier ist gleich die Steinstatue. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, der Dungeon ist echt komplex. Gut, dass ich das nicht blind mache wie die anderen Bonus-Dungeons, weil ich wusste, was mich hier erwartet. Ich habe mir im Vorfeld meinen Guide angeschaut, so auch schon wieder ein bisschen länger her. Weihwasser! Heldencocktail. Mit Betonung auf Cock. Sieh die Steinstatue. Ich soll es mal anschauen. Jetzt aber ab! Tatsächlich! Ein Statue aus Stein. Sieht massiv aus und lässt sich bestimmt nicht bewegen. So soll zu der einen Tante zurück. Die meint ja, sie hätte den ultimativen Anti-Versteinerungstrank. Von daher müssen wir jetzt aber wegtracken. Ich hasse es. Schneide ich euch aber. Ah, es nervt. So, in die andere Kiste komme ich dran. Gladius. Ist der gut? Tatsächlich. Hat aber auch Holy Damage. Das kann ja manchmal auch backfiren. Deswegen nehme ich es nicht. War Holy Damage, manche absorbieren das ja und da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Gut, ich laufe den Weg nochmal zurück zu der Tante, die meinte, sie hätte einen Versteinerungstrank. Bis gleich. So, ihr Lieben, oberen Teleporter nehmen, nochmal durch die ganze Grotte durchlatschen und dann kommt man wieder hier hin. Zu den nervigen random Encountern. War es eben tatsächlich Sturm. Durch so ein Behemoth. Meteorschau ging nur auf ihn und er ist einfach verreckt. So schnell geht's, selbst mit Level 99. Diese Behemoths sind auch super gefährlich. Seht euch nur dieses Wundermittel an. Es wirkt selbst gegen die stärkste Versteinerung. Eine Dosis ist genug, Versteinerungen aufzuheben, bei denen selbst Goldnadeln versagen. Was? Ihr könnt davon was brauchen? So, jetzt muss ich ihn selbst. Eine große Steinstatue verspätet euch den Weg. Na dann, es ist wirklich genau das Richtige für euch. Also gut, ihr könnt etwas davon haben, aber es gibt was zu beachten. Wundermittel war vielleicht insofern etwas übertrieben. Die Wirkung hält nämlich nur 5 Minuten. Ihr habt also nur 5 Minuten, um euch den Weg frei zu machen. Wollt ihr das Mittel trotzdem? Na dann, hier, bitteschön. Nicht rumtrödeln, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oh shit, Leute, es ist nämlich mit Zeitdruck und ihr wisst, wie lang der Weg ist, ne? Ihr wisst das. Der Weg ist ziemlich assi. Ist wirklich ein langer Weg. Ich sollte auch aus den Kämpfen fliehen, ihr seht's ja. Das Zeitlimit ist super arschig. Oh no. Das ist ja echt nicht cool. Wir fliehen mal aus den Kämpfen. Was nicht funktioniert, super. Deswegen habe ich ein Safe State gemacht, weil ich wusste, es geht schief. Ja, das ist natürlich klasse. Schau, die Encounter Rate ist hier so hoch. Oh nee, und wir sind jetzt erst hier. Oh nee, Leute. Ist jetzt nicht wahr, oder? Jetzt müssen wir nicht hier noch zurücklatschen. Hier kommen ja auch massig an Gegner. Es wird echt knapp. Am besten ihr aktiviert die Fähigkeit von Meme. Die hat besagt, dass weniger random Encounter kommen, weil das hier ist so absoluter Schmutz. Es wird richtig knapp. Und ja, ich habe Bartz jetzt die Kanonierfähigkeit gegeben. Synthese heißt es im Deutschen. Englisch im Combine. Dass ihr euch das wenigstens mal zeigen kann. Mit den Kanonenschüssen. Ah doch, das müsste wohl klappen. Ja, sagte sie. Es hat nur 2 Minuten.
Es wird echt super knapp. Boah, ist das asozial. Wenn sie einmal verläuft, schaffen wir uns erst recht nicht mehr mit der Encounter-Rate. Gottes Willen, ja, natürlich. Der Satansbraten. Of course. So, sind gleich da. Eine Minute haben wir noch. Und ich bin ja all leveled as fuck. Wenn die Gegner nicht one-hitted. Ja. Wie ist das zeitlich dann zu schaffen? Guck, eine Minute. Let's go. Antiversteinungstrang auf die Statue aufgetragen. Ultimate Transformation. Versteinung wurde aufgehoben. Ja, und was bekommen wir hierfür? Ein ultimativen Bosskampf. Der Riesen-Avis. Mit Zombie und allen nervigen Statusveränderungen. Ja, das wird lustig. Das wird wirklich witzig. Diese komischen Duster, die respawnen auch. Und absorbieren halt den Schnellfeuerschaden, was auch nicht so cool ist, wie ihr seht. Hier machen wir unsere Lieblings-Kombo. Und zwar Flare. Ich probiere es mal mit Flare. Und dann Quick. Quickie. Ich weiß nicht, wann die respawnen, aber die werden gleich respawnen. Ich glaube, sobald beide tot sind, respawnen die. Ist halt echt blöd. Nee, noch nicht. Vielleicht muss der Boss auch einen Zug dafür opfern. Der ist gar nicht so leicht, wenn man nicht overlevelt ist. Für uns wird er jetzt nicht so schwer sein, aber der hat es in sich. Vor allem, was die für eine Musik spielt. Das ist doch die Ex-Death-Musik. Da, schon sind sie wieder da. Böse. Kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, der hat so 40.000 Energie hier, also will schon ein bisschen was wissen. Zustandsveränderungen wie Zombie und so hat er. Also, ja, ist definitiv nicht free. Mindestens Level 50 muss man hier sein. Kann sie sich natürlich auch mit Engelsringen noch schützen. Aber ja, ich denke, so dumm wie es jetzt auch klingt, ich glaube, sie beendet es jetzt. Ansonsten werde ich 5-mal haben, Carsten. Ja, Game Abuse. Und richtig viel Schaden machen. Mit dem Game Abuse. Ich hole halt das Beste aus der Klasse raus. Aus der Nahkampfklasse oder aus den Caster. Doch wird es auch so einfach gegen Neo Shinryu? Ich denke nicht. Oh nee, das ist jetzt aber böse. Das ist jetzt aber richtig böse. Oh shit. Oh shit. Ich hätte nicht ganz schnell eine Heilung kriegen. Sieht schwarz aus. Krausch halt, stirb, du blöder Vogel. Ja, er ist tatsächlich tot. Komm schon, Bartz, ich glaube nicht, dass du sie jetzt besiegen kannst. Boah, einfach fast gestorben. Hätten die jetzt auch noch Angriff in diese Duster, wäre ich gestorben. Also ihr seht, der Bonus-Dungeon ist halt super asozial. Vielen Bogen bekommen wir hierfür. Ich glaube, das ist der beste Bogen aktuell. So. Geht es uns wieder gut? Und ich suche mir mal die Karte raus. Jetzt kommen wir nämlich hier hinter. Oh nein! Die Assi! Jetzt kommen wir tatsächlich hier hinter zu der anderen Truhe. Oh ja, gib mir weiterhin Fuma Shuriken. Wie gesagt, es gibt für die Kanonen eine Kombinationsmöglichkeit. Ich werde euch das bestimmt noch zeigen. Aber spätestens bei Omega Mark II sollte ich wieder auf mein richtiges Moveset zurückgreifen. Ach, Kinos, ey, diese Encounter Rate! Es ist nicht lustig. Findet das jemand noch lustig? Ich auf jeden Fall nicht. Guckt es euch an. Die Gegner können ja nicht mal was. Selbst wenn man nicht so stark levelt ist wie ich, sind die schwach. Leider die bittere Wahrheit. So, wo bin ich jetzt? Oh, das Heart of Ronka. Die Schatzkammer. Hier gibt's das beste Schwert im Spiel. Ich hoffe, ich finde es. Ich muss das finden, Leute, um jeden Preis. Neue Gegner.
Die erinnern mich an den Bosskampf im Drachental. Kommt mir echt bekannt vor. Aber ja, die sind viel zu langsam. Can't touch this. Schwupp. Nein. Schon wieder diese Gegner. Ihr seht, die kommen gar nicht erst zum Zug. So, hier sind jetzt nur Schätze, Hütte. Ach, Quenos. Selbst für Speedtests dauern die lange. Zaubermantel, Blitzgeschoss. Ja, Blitzgeschoss finde ich schon mal gut. Zaubermantel. Okay. Der Zaubermantel ist ein Accessoire. Schützt vor sämtlichen Elementarattacken. Das ist gelogen. Das ist eiskalt gelogen. Er schwächt ihn nur ab. Also manchmal ist das Spiel auch von Übersetzungsfehlern geprägt, leider. Schwächt ihn ab. Ist ganz gut gegen Neo Shinryu, aber gibt halt besser aus. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt mal. Synthese, so. Wir nehmen... so ein Standardgeschoss und kombinieren es mit einem Fuma Shuriken. Gottes Willen, das ist komplex. So. Imitieren es. Killerschuss. Gar nicht schlecht, der Schaden. Und dadurch, dass wir Meme haben, können wir es einfach imitieren, ohne die Ressourcen zu opfern. Ist auch noch ein Vorteil vom Meme. Ja, haben wir das auch mal gesehen, ne? Jetzt habe ich vielleicht nur eine andere Kombination, aber wie gesagt, ich finde, wenn man Level 99 ist, ist das einfach nicht mehr stark genug. Und man kriegt halt die Geschosse nur random irgendwie. So wie der Meisterschmied im Final Fantasy 3. Der scheint in Englisch statt. Und dann kann man die antreffen. Die Geschosse kaufe ich. Ich habe die halt nie gefunden. Und kriege nur die Geschosse aus dem Dungeon. Das ist natürlich absolut blöd. Das ist auch mal ein neuer Kollege, nur diese langweiligen Gegner. Die wachsen irgendwann, werden dann super stark, aber bis die gewachsen sind, sind die schon tausendmal gestorben. Seriously? Ein Hoch auf die Speed-Taste, Leute. So, da möchte ich natürlich jetzt nicht runterfallen. Kagenui. Das ist, glaube ich, ein Ninja-Schwert. Gibt schlechtere Schwerter. Ich gucke gleich mal, ob das besser ist. Oh Mann, ja. Jetzt immer diese Blumen kommen. Ich gucke tatsächlich mal, ob das besser ist. Als Saskes Katana. Tatsächlich. Na dann. Umso besser für uns. Blitzgeschoss. Und... ach, komm schon. Nein, ich will jetzt nicht. Phönixfeder. Tschüss. Ich will die einfach nicht bekämpfen. Das bringt euch nichts. So. Oh. Ja, immerhin mal neue Gegner noch. Naja, neue sind die jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht immer diese blöden Blumen. Das ist ein Rätsel, was wir schon kennen aus den anderen Dungeon. Die Kiste ist leer. Moment, hier ist ein großer Stein drin. Ja, spinne ich, der ist so schwer. Stell dich nicht so an, Bartz. Wirklich. Stell dich nicht so an. So, jetzt gibt es hier vier verschiedene Wege. Einer ist die Sackgasse und einer führt weiter tiefer in die Ruinen rein. Sprenggeschoss. Wieder ein neues Geschoss. Alles für den Kanonier. Beziehungsweise für die Synthese-Fähigkeit, die im Englischen Combine heißt. Die Gegner sind auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, der Weg führt weiter, das will ich noch nicht. Das will ich noch nicht. Ja, und der führt zu der verbleibenden Kiste. Hier war ja nur eine Kiste und da möchte ich mir den Inhalt natürlich auch noch anschauen. Das super starke Schwert, das kommt noch. Hyperreif. Ui. Das klingt in der Tat interessant. Okay. Kann aber niemand tragen. Interessant. Fast so geil. Das kann einfach niemand tragen. Verstehe nicht. Müsste eigentlich unterm Reif stehen, aber irgendwie taucht das nicht auf. Genau. Oben rechts führt zu einer Sackgasse, deswegen mache ich das gar nicht erst. Es öffnet die vierte Tür und die vierte Tür ist halt nur eine Sackgasse. Absolut lame und nicht lohnenswert. Seht ihr ja hier. Es führt einfach ins Nichts. Und dieser Weg führt uns die Ebene weiter runter. Heart of Ronka. B3. Oh Gott, dieser Dungeon. Das ist halt wirklich jetzt komplex. Aber es lohnt sich. Da es hier das beste Schwert im Spiel gibt. Somit können wir tatsächlich noch stärker werden. Ach nee, die will ich doch nicht bekämpfen. Die sind doch doof. Nein, what? Oh, ich musste bekämpfen. Habt ihr es gesehen, was passiert, wenn man nicht stehen lässt? Absolut schrecklich. Will ich da schon hin? Ich glaube nicht. Ich gehe erstmal hier weiter runter. Hier ist nämlich ein Secret und ich glaube, das führt zu dem Schwert. Ich glaube, das führt zu dem Schwert. Wird Bartz noch stärker. Oh, ist das komplex, ey. Okay, wenn wir das hier nehmen, kommen wir zum Schwert und müssen die anderen nicht mehr betätigen. Weil es alles miteinander verbunden ist. Wie ihr sehen könnt. Also da unten, ich zeig's euch mal kurz, da geht's zwei anderen Dingern. Oh, der Einscheint. Genau, hier kannst du super leveln auch. Also Erfahrungspunkt hoch, hier kriegt er gute Level. Genau, das führt auch zu der anderen. Im Untergrund. Und da oben in der Kiste ist das Schwert. Da müssen wir hin. Leute, spielt diesen Dungeon ohne eine Map, ohne Guides. Ihr werdet verrückt. Mit Guides macht das allerdings Spaß, irgendwie aktuell. So viel Spaß hatte ich mit keinem Bonus-Dungeon bisher. Die Bonus-Dungeons in den verschiedenen Final Fantasy Let's Plays habe ich eher nicht so enjoyed. Vor allen Dingen bei Final Fantasy 1 und 2 nicht. Ja, Apokalypse, da ist es. Da ist das ultimative Schwert. Soll ich Bartz jetzt auch schleunigst geben? Let's do it. Da, Apokalypse. Großes Schwert von den Vorvätern geschmiedet. Hey, das ist ja schlechter als das Excalibur. Aber er soll das Ragnarök. Okay. Supi. Könnte ich ja schon fast das Ragnarök Ferris geben. Das Problem ist, es ist halt wieder heiliger Schaden, ne? Nee. Ich glaube nicht. Gut, da habe ich nichts gesagt. So. Ach, das führt nur in eine Sackgasse, glaube ich. Kann mich nicht alles täuschen. Ich check das mal für euch aus. Ansonsten müssen wir jetzt hier weggehen. Ist das nur eine Sackgasse? Oh, dieser Dungeon macht mich fertig. Das Random Encounter genieße ich nicht. Ja, hier. Toll, ne?
Oh no. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich gehe den Weg offscreen zurück. So, ihr Lieben, was passiert, wenn wir jetzt hier runtergehen? Ich hoffe, er geht zum nächsten Bereich. Ein Giant. Ach, du warst so ein starker Secret Boss. Selbst mit Onion Knight auf Level 99 war das schwer zu besiegen. In Final Fantasy 3. Aber hier, ich war einfach ein normaler Gegner. Ein starker normaler Gegner. Level 50 kann ja echt gefährlich werden. Zumindest wenn zwei davon kommen. Ja, wir sind tatsächlich im nächsten Gebiet. Interesting. Okay. Diese Gegner. Das hier ist das Gebiet von Shinryu. Zu Shinryu kommen wir noch nicht hin. Ah, ich will lieber... Oh, neuer Gegner. Ups. Oh, er ist schon tot. Teuer Gegner. Ich will lieber nochmal hier nach oben. Weil hier sind noch Schatzkisten. Oh shit, ey, dieser Dungeon, der ist so riesig. Ich glaube, im nächsten Part haben wir dann Neo Shinryu und Omega Mark II. Ich würde gerne zum Speicherpunkt kommen, dauert auch nicht mehr lange. But we will see. Gottes Willen, es nervt. Guck, ich gehe 2 Zentimeter und kommt schon wieder in Konter, ne? Es ist echt lächerlich. Wie gesagt, ich könnte ja die Meme-Fähigkeit anmachen, aber... What's the point? Ist ja irgendwie lustig, wenn ich mich immer aufrege. Ich weiß, ich hab das hier. Königskrone. Krone über Generationen hinweg weitergeben. Er wird die Ausweichrate, die Abwehr und die Magieabwehr. Naja. Überzeugt mich nicht so. Dafür eine Schleife oder so aufzugeben oder goldene Haarnadel. Nee, danke du. Muss nicht sein. Zeit für ein Duell! Duell! Halt ein Duellant, ne? Sich verlaufen von Yu-Gi-Oh! Welt. Seine Lebenspunkte wurden auf 0 reduziert. Ich bin die weibliche Version von Kaiba. Tja. Und ich bin maximal überfragt, wo es jetzt weitergeht. Nein! Ich bin maximal überfragt, wo es jetzt weitergeht, wirklich. Ah ja. Okay. Hier ist der Eingang zu Shinryu. Genau hier, der ist auch noch versiegelt. Muss man vorher noch was machen. Und zwar diesen Gefangenen töten. Wir haben ja im Gefängnis so Monster getroffen. Das muss erst vernichtet werden. Hier ist starke Magie am Wirken. Der Schalter, um diese Barriere auszuschalten, muss irgendwo in der Nähe sein. Er ist voll gelogen. Das ist richtig weit weg. Hier brauchen wir die Sprintfähigkeit. Die ist auch aktiv. Das ist ja jetzt richtig arschig. Wenn der Kampf zu Ende ist, muss ich weiter sprinten. Ja, jetzt bin ich ja durch. Ah, oh, war es knapp. Korallenring. Nicht wirklich besonders oder so. Ach so. Oh, ist das blöd mit den Gegnern. Ja, was soll ich denn noch machen, wenn immer ein Konter kommt? Guck mal, wie schwer das ist. Das war mein Wecker. Fragt einfach nicht. Hä, wie soll das denn gehen? Hä, brauche ich jetzt die Meme-Fähigkeit oder was? Weil wenn immer wieder ein Gegner kommt, okay. Ich habe ja schon nichts gesagt. Das müsste jetzt Ebene 3 sein. Und zwar... Halle der Stille, richtig. Krieger des Lichts, von den Kristallen auserwählt. Ihr habt es also bisher geschafft,
Zur Linken wartet eine mechanische Bestie, zur Rechten ein Drache aus Fleisch und Blut. Oder aber euer Weg führt euch nach unten, wo er, der die Welt einst in Dunkelheit versinken ließ, ruht. Doch noch ist dort eine magische Barriere errichtet. Wenn ihr wahrhaftig dort Einzug halten wollt, müsst ihr zunächst die Kreatur besiegen, die in den Katakomben des versiegelten Tempels eingesperrt ist. Besiegt diese Kreatur und die magische Barriere, die vor euch liegt, wird fallen. Hier habt ihr den Schlüssel zum Verlies. Ich bete darum, dass euch Erfolg beschert sein möge. Richtig, jetzt können wir uns befreien. Und ich möchte jetzt, also unten geht es zu Inur, von der wir ja schon gehört, Longinus, die Lanze. Der ist Longinus. Schön aus der Bibel. Ja, hier beende ich den Part. Ist einfach so. Erstmal schön ausholen, wir haben viel geschafft. Beim nächsten Mal gibt es richtig viele Bosse. Ich muss zurück backtracken zu diesem Monster, aber ich denke, wir machen erst Omega. Weil wir jetzt schon hier sind. Omega ist halt links, Omega Mark II. Ja, und der wird echt ein bisschen tricky, aber nicht so schlimm wie Neo Shinryo. Kann ich euch sagen. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann werde ich auch wieder hier die Paladin-Fähigkeit nutzen. Ach, wie heißt sie denn auf Deutsch? Klingenmagie. Played Magic. Ja, ich würde sagen, stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!